Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich hatte hier noch das Optionsmenü auf. Ich mache gerade eine Aufnahmesession, daher wir sind immer noch am selben Tag. Und ja, wir laufen jetzt hinter Cotsworth her und schauen mal, was er gefunden hat. So, Cotsi, dann zeig ich mal. Ja. Ja, mach mal. Wo ist hier hingefallen? Da. Ich nehme lieber mal immer die Sachen mit. Patzi schafft das doch wohl auch ohne uns, oder? Okay, er ist scheinbar nicht in der Lage. Ja, lässt du mich durch? Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Okay, wir können ihn nicht aktivieren, warum auch immer. Versuchen hätten wir es ja mal können. Radio können wir aber anmachen. Und jetzt für euch aus dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth. Das nehmen wir mal mit. Also das nächste Lied. Lauf mir doch nicht vor der Nase rum. Frau, der kleine Sean. Ja. Kann ich nicht. Komm schon, Cotsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Okay. So, da war aber sonst nichts, ne? US-Flagge. Wir nehmen sie mal mit. Man weiß ja nie, ob man es irgendwie noch gebrauchen kann. Ist auch klar, dass das Radio bis hier draußen immer noch schallt. Ich glaube, von der Markierung her sollten wir in die Richtung gehen. Wobei, ich will mich eigentlich noch gerne ein bisschen zumindest hier umschauen. Okay. Und das würde ich schon noch gerne machen. Hundenapf. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund, ein Hund, ein Hund. Ist hier noch ein Hund? Klebeband und Schraubenschlüssel. Nimm mal mit. Du hast Strahlungsschaden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Such einen Arzt auf oder nimm Red Away, um durch die... Ihr habt es mit Sicherheit lesen können. Achso, wir hatten ja auch eine Holo-Nachricht noch gekriegt. Ne? Die würde ich mir gerne mal angucken. Daten, Aufgaben, Werkstätten, Statistiken. Ja, Karte, da sehen wir natürlich die Karte. Wir sollen zur Richtung Red Rocket müssen wir als nächstes. Ja, ich würde da gerne hin. Radio. Ist uninteressant. Würdest du jetzt mal aufhören, die ganze Zeit mir Nachrichten hier zu geben? Ich würde gern... Achso, ich komme da trotzdem dran. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Inventar. Diverses. Hey, Schatz. Schauen wir mal, was sie uns gesagt hat. Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean.
wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Okay. Das war's, wie es aussieht. Ah, genau, das ist wichtig. Wir haben auf 0 die Stimmpacks. Das ist nämlich so eine Sache, die auch aufgrund der Konsolensteuerung schlecht übernommen worden. Wir haben hier dieses tolle Favoritenmenü. Eigentlich ziemlich unpraktisch am PC, aber naja. Wir haben es auf die 0 gepackt. Achso, wir waren ja noch gar nicht weiter drin, ne? Dann schauen wir uns nochmal kurz hier um, aber ich denke, dass wir danach dann tatsächlich mal in Richtung unserer Markierung wandern. Ja, Vorkriegsgeld wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen. Also machen wir uns mal auf den Weg in die Richtung. Da. Ah, Splittergranate und ungefüllter Kickball. Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüste sie über den Pip-Boy aus und halte L alt gedrückt, um sie lass wieder los. Okay. Oh. Wir nehmen es mal mit, ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Ich finde, optisch sieht es nicht schlecht aus. Wir haben es gerade eben, glaube ich, hat man es mal gut gesehen, dass es halt teilweise leider von den Texturen schon mal so ein bisschen nachlädt. Das ist nicht ganz so optimal. Begrüße den Hund. Ah, Dogmeat, oder? Hey, Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu erteilen. Jo. Der Hund hat etwas gefunden. Dann laufen wir mal hinterher, oder? Stimpacks und Right Away. Hey. Warte da. Komm schon. Position halten. Genau, Position halten. Du wartest mal kurz da. Dann gucken wir uns hier drin mal noch um. Rattengift. Man weiß es ja nicht. Okay, da ist sowieso nichts drin. Ja, Vorkriegsgeld. Lasst meinen Hund in Ruhe. Auch da weiß ich nicht, ob wir die wirklich brauchen, aber ich nehme es mal besser mit. Alles gut, Kumpel. Ja, Begleiter können Gott sei Dank nicht sterben, das weiß ich. Insofern, schauen wir uns mal hier. Du kannst jetzt die Werkstatt von Red Rocket Raststätte benutzen. Finde eine Powerrüstung, um diese Modifizierungsstation nutzen zu können. Den nehmen wir auch mal mit. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit den Pfeiltasten rechts und links zwischen den Optionen mit hoch, wählst du das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Okay. Ja, ich möchte jetzt eigentlich hier nicht bauen. Das werden wir mit Sicherheit noch machen, aber nicht jetzt. Halte V gedrückt. Ah, okay. Alles klar.
wissen wir das auch. Das Radio machen wir mal aus. Waffenwerkbank. Ah, da können wir unsere Waffe modifizieren. Cool. Ich würde sagen, wir machen das mal. Komfortgriff. Ups. Ja, Steuerung ist noch ein bisschen seltsam. Na gut. Ja. Wollen wir. Alle Modifizierungs- und Herstellungsstationen an deinen Werkstattorten haben automatisch Zugriff auf alle eingelagerten Gegenstände, aber nur, wenn du die Werkstatt an ihrem Ort freigeschaltet hast. Yay! Wissen wir Bescheid. Alles klar. Amateurfunk. Hier ist auch alles schon eigentlich leer, ne? Ein Terminal? Achso. Das sind so Holobänder, oder was? Andern, das sind Werkstätte. Also Aufträge. Okay, ja gut. Finde ich uninteressant. Brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Eine Haarbürste. Ja, dann sehen wir wenigstens schick aus. Ah, Zigaretten. Können wir mit Sicherheit tauschen oder so. Daher sind so was nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen... Hey, und los. Ach so, wir können jetzt auch einfach so... So. Sonst bleibt das Menü da immer drin. Ja. Kommst du? Aufgepasst. Kommt der mit? Ja. Okay. Ah, ich häng fest. So, wir müssen Richtung... Also das hier ist die Werkstatt. Wir müssen aber Richtung Stadt. Und? Okay. Das hat schon mal gut geklappt. So, mal wieder mit. Was ist das? Ein Brahmin. Okay. Wir müssen grob in die Richtung Hund. Noch wissen wir ja offiziell seinen Namen nicht. Du hast Level 2 erreicht. Oh, jetzt können wir einen Teil hier dazu nehmen. Stärke sind wir schon relativ gut. Ja, ich würde sagen, nehmen wir das dazu. Was habe ich jetzt? Okay, Moment. Achso, wir können mehrere Punkte verteilen. Alles klar, ich war mir gerade nicht sicher. Dann gehen wir doch einfach nochmal zwei da drauf. Du hältst jetzt sofort einen Punkt. Ach so, wir können das quasi... War das jetzt richtig? Okay, ich denke mal, ich hoffe mal. Wenn nicht gerne... Ja, wobei, in den Kommentaren, ich werde es nicht lesen können. Wie komme ich denn da ansonsten hin? Skills. Skill-Tabelle. Okay. Okay, aber da, na gut, okay. Ich kann, also war richtig. Ich kann nur einen Punkt gerade vergeben. In die Richtung müssen wir. Dann schauen wir mal da weiter. Ich finde, die Welt ist schon, also die Stimmung kommt auf, dass hier wirklich ein Nuklearschlag war.
Das finde ich kommt schon ganz gut auf. Also atmosphärisch ist das Spiel definitiv. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu wenig Energie haben und dann gleich nicht mehr treffen. Ich glaube, ja, wir müssten auf dem richtigen Weg sein. Man kann leider nicht alles hier betreten, das war aber auch schon Fallout 3 schon der Fall. Daher sei es mal verziehen. Da höre ich da schon wieder was schießen. Museum der Freiheit. Aua, wo? Da. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Ja, ich komme, ja. Gehen wir mal da rein, oder? Okay, nimm die Lasermuskete. Vielleicht sollten wir die dann auch schon mal benutzen. Ah, die ist auf der 4. Dann packe ich die Laser. Dann packe ich die Lasermuskete. Wenn ich jetzt nicht hier rumgeklickt hätte. Die Lasermuskete packe ich auf die 5. Du stehst immer mal wieder im Weg, wa? Keine britischen Besatzer mehr. Zurück nach England mit euch. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Kann man im Moment schwer ausmachen, ist das ein Gegner oder ist das nur eine Puppe, aber das ist wahrscheinlich genau so auch gewollt. Nehmen wir alles mal mit, hier Munition. Oh, Moment. Da musste ich ja mal niesen. Und dann geht's hier mal weiter hoch. Ich glaube, es macht eventuell Sinn, wenn wir versuchen, hier rumzulaufen. Ah, da ist einer. Das gibt's nicht. So. Oh, wir haben fast nichts mehr an Trefferpunkten. Und wir wechseln mal wieder auf die Pistole. Ich glaube, die ist irgendwie effizienter. Muni. Right away. Wo ist denn eigentlich Duckmeat? Monster. Wow. Na komm. Okay. Damit können wir das.
Das will ich gerne. Die können wir auch gebrauchen. Da drin. Die habe ich schon komplett gelootet. Okay, aber wir haben die 20 Minuten erreicht. Daher würde ich sagen, wir schauen uns hier weiter im nächsten Part um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Fallout 4. Bis dahin, okay. Tschüss!